Moin. Kurzes Update zum heutigen Tagesprogramm. Es ist Montag der letzten Woche, die wir haben. Und der Große und ich sind jetzt hier gerade zu Fuß auf dem Weg zum Bushaltestelle. Wir fahren mit der 20 hier zum Airport. Und zwar holen wir hier den Mietwagen ab. Wir haben jetzt für quasi heute und den ganzen morgigen Tag sowie dann halt noch den Vormittag vom letzten Tag. Ja, und der schläft auf der Bank, genau. Geplant, dass wir noch ein bisschen mit dem Mietwagen durch die Gegend fahren. Morning. Und daher gehen wir da jetzt hin, weil zu uns ist das Angebot war am Flughafen. Mit dem Bus 3 Dollar einmal kurz dahin fahren. Irgendwie 45 Minuten Fahrt. Dann holen wir uns Mietwagen ab, haben da nichts groß Besonderes geholt. Halt zwei Kindersitze dazu als Extras. Und dann fahren wir wieder hierher zurück mit dem Auto. Das sollen auch irgendwie nur eine Viertelstunde, 20 Minuten sein. Werden wir dann halt sehen, ob das auch wirklich so ist oder dann doch länger dauert. Ist halt dann wie es ist. Und ja, dann wollen wir heute auch noch direkt natürlich starten und einmal die Ostküste, also Ostküste hin, Ostküste hoch bis in den Norden und über die Mitte der Insel wieder zurück. Und die Westküste haben wir uns für morgen vorgehalten. Und einige andere Stops noch. Es hat jetzt in der Nacht ein bisschen mehr geregnet. Es sind teilweise die Straßen auch überflutet, voll mit Wasser. Und das ist aber ganz normal. Das sind quasi dann halt die entsprechenden kurzen, aber monsunartigen Schauer, die es halt hier gibt. Ansonsten sehe ich da hinten über den Bergen gerade keine Wolken. Das wäre halt dann auch so das Wetter, was wir gerne hätten. Weil das dann meistens vermuten lässt, dass auf der anderen Seite entsprechend auch gutes Wetter ist. So, jetzt sind wir genau gleich schon bei der Bushaltestelle. Ich glaube um 49 kommt der Bus. Das ist in 9 Minuten. Also alles gut soweit. Ich würde sagen, wir melden uns dann nochmal vom Flughafen. Oder sonst, wenn wir den Mietwagen halt haben und zurück sind. Bis später. Moin, zweites kurzes Update. So, mit dem Bus sind wir gut angekommen am Flughafen. Was habe ich da vergessen? Da waren komische Gestalten im Bus, aber wir hatten einen guten Platz ganz hinten für uns. Ja, aber da musst du mir erzählen, was ich ja vergessen habe. Genau, da gehen wir jetzt hin, ne? Wir gehen jetzt nämlich zum Rental Car Center. Sind gut in der Zeit, etwas zu früh, aber das macht ja nichts, man kann das schon mal anfragen. Und dann wollen wir da jetzt unseren Mietwagen abholen. Ja, aber dann musst du mir ja erstmal erzählen, was ich vergessen habe. Ja, das habe ich schon erzählt. Und genau, werden jetzt mal schauen, dass wir da unseren Mietwagen kriegen und danach wieder zurückfahren und die Große, die Kleine und Vivi halt abholen. Das Update gibt es wahrscheinlich dann nochmal, wenn wir dann den Mietwagen haben. Ob das alles soweit geklappt hat, würde sagen, melde mich dann nochmal. So, unseren Mietwagen haben wir abgeholt, sind jetzt hier wieder zurück bei der Unterkunft. Hat alles super geklappt, mit den Kindersitzen auch. Die haben wir gerade eingebaut. Den einen halt vor Ort. Ich war mit dem Großen das Ganze abholen. Und den Babyschale, die haben wir gerade für die Kleine auch eingebaut. Es gab noch ein kleines Upgrade von der Wagenklasse, die wir hatten, eine Wagenklasse höher. Ist jetzt aber deswegen kein Camaro geworden, sondern ein Chevrolet Malibu. Genau, alle sind soweit schon beim Auto. Wir haben alles hinten im Kofferraum, da ist eh noch massig Platz. Und das Auto reicht ja auch vollkommen aus für uns jetzt für die Fahrt. Genau, die erste Fahrt hier zur Unterkunft hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert, war kein Problem. Und jetzt haben wir ja gestern dann schon mal eine Route rausgesucht, wo wir so circa lang fahren wollen. Und werden halt einfach mal ein paar Stops jetzt anfahren, was wir irgendwie heute dann vielleicht doch nicht schaffen. Das machen wir dann morgen noch. Morgen haben wir den ganzen Tag hier auch noch dafür Zeit, bevor wir das übermorgen wieder abgeben. Genau, so viel zu den Kurzberichten zum Abholen vom Mietwagen und ich würde sagen, wir fahren dann mal los.
ersten Zwischenstopp schon hinter uns. Drohne mal kurz fliegen lassen. Hier ist ein zweiter Zwischenstopp. Ich würde sagen, der Hintergrund sieht doch schon mal ganz nett aus. Hier ist Drohne fliegen verboten. Ist okay, respektiere ich auch. Sieht nach einem sehr, sehr schönen Strand aus. Schade eigentlich. Na gut, genau. Die Lütte schreit ein bisschen. Wahrscheinlich nach dem langen Nicht-Autofahren jetzt wieder Autofahren erstmal wieder dran gewöhnen. Der Große wird langsam müde und schläft ein. Und wie war auch der Meinung, vorhin einen Wal gesehen zu haben. Ja, nehmen wir mal, machen wir hier nochmal ein bisschen Aufnahme für euch. Von dem schönen Wasser. Oh, herrlich. Genau, wir sind jetzt hier im südöstlichsten Punkt und werden jetzt gleich die Ostküste dort entsprechend halt hochfahren und uns das Ganze mal angucken. Mal schauen, ob ich dann nachher auch nochmal die Chance habe, in so ein paar Wellen schwimmen zu gehen. Ansonsten ist morgen auch noch ein Tag. Das Wetter hier auf der Seite sieht eigentlich ganz okay aus, ein bisschen bewölkt. Aber das hält uns bestimmt nicht davon ab, unsere Tour hier zu machen. Daher mache ich mal noch ein paar Aufnahmen auf dem Handy. Wir sehen uns. Für uns ging es dann weiter. Lanikai Beach hat euch Torben schon erzählt, beziehungsweise nur Lanikai. Wir wollten da ja den Pillbox Trail eigentlich machen, war angeplant. Allerdings, also wir kennen das ja schon, die Gegend da, weil wir damals auch da hochgewandert sind und haben gedacht, das könnten wir eigentlich schon theoretisch gut mit den Kids machen.
Leider war aber irgendwie komplett die ganze Gegend da gesperrt wegen Bauarbeiten. Beziehungsweise haben die da, glaube ich, Bäume gekürzt und so, hat man so ein bisschen gesehen. Aber halt überall, also nirgendwo, wir haben eine Möglichkeit zu parken. Weiß nicht, ich habe gesagt, ich mache Torben das eben alleine oder so. Nee, nix war da. Genau, war ein bisschen enttäuschend. Auch das Wetter ist ja nicht ganz so gut hier. Na klar, hier. Genau, dann sind wir halt wieder weitergefahren. Und dann war der nächste Stopp der Botanische Garten. Da muss man einmal kurz am Eingang anhalten. Dann werden Daten aufgenommen, wie seid ihr Urlauber oder Einheimische und ob man zum ersten Mal hier ist. Genau. Und dann kriegt man so eine kleine Broschüre und halt den Hinweis, dass man halt nicht an der Straße halten, stoppen, aussteigen, wie auch immer, für Fotos darf. Oh, schon fast leer. Ich fülle sie gleich wieder auf. Genau, war aber kein Problem. Haben ein paar Aufnahmen halt so bei der Fahrt gemacht und sind aber nur grob durchgefahren und irgendwann dann wieder umgedreht und gar nicht groß angehalten. Also man kann da ja auch ein paar Wege lang gehen, Hikes, Lookouts zum See. Das haben wir alles nicht gemacht. Sind jetzt einfach weitergefahren und genau, sind jetzt hier Koh Alor. Bekannt mit der Koh Alor Ranch. Witzig, bei diesem Parkplatz hier, den man hier hinter uns sieht, war damals unser erster eigentlicher Campingplatz mit dem Auto, wo wir dann ja wieder weg mussten. Ist ein bisschen witzig, dieser Throwback. Genau, Tom lässt hier gerade mal die Drohne fliegen und dann geht es auch für uns gleich wieder weiter. Wir sind jetzt hier noch bei Matsumoto Schäfeis und unsere Route ging wohl nicht so ganz auf wie geplant, würde ich sagen. Es ist jetzt nämlich schon 17:30 Uhr
Und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir viel eher schon zurück sind bei der Unterkunft auf dem Weg zu dem Nachtmarkt heute nochmal hin. Genau, also zum einen hatte das ja nicht geklappt mit dem Pillbox-Hike, hatte Vivi ja schon erzählt. Danach sind wir ja Richtung Norden hochgefahren. Ein paar Zwischenstopps haben einfach auch nicht funktioniert, weil einfach viel zu viel los waren. Und der Große und sowohl auch die Kleine waren irgendwie zwischendurch ziemlich fertig. Wahrscheinlich einfach zu wenig Stopps zwischendurch. Mit zu wenig Spielplätzen und Bewegung, nachdem wir jetzt ja so lange in Auckland immer täglich quasi anderweitig flexibel unterwegs waren und jetzt ja auch erst hier in Hawaii, ist jetzt das Autofahren halt auch nicht mehr so ganz drinne. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal einen Stopp North Shore gemacht, haben dort auch Schildkröten am Strand gesehen, was ja halt ganz cool war und wir uns halt bewegen konnten. Von dort aus ging es jetzt nochmal 10 Minuten weiter bis hierher, wo wir uns nochmal ein Shape-Eis echt günstig organisiert haben. Und jetzt wollen wir halt zurückfahren, weil wir brauchen noch eine Stunde bis zu unserer Unterkunft von hier aus. Und das soll ja auch alles nicht zu spät werden. Ich habe noch andere Alternativen überlegt, aber der Große würde gerne auf dem Nachtmarkt auch noch ein bisschen Obst kaufen für die nächsten Tage. Und von daher machen wir uns jetzt auf den Rückweg zur Unterkunft. Dann haben wir auch noch morgen den ganzen Tag den Mietwagen, haben da halt nicht so viel geplant und hoffen dann einfach, dass es zeitlich dadurch besser hinhaut. Genau, wir machen es jetzt auf den Rückweg, mal gucken, ob wir noch mal Aufnahmen mitnehmen und melden uns wieder.